Ja, Leute, was geht? Und es geht weiter mit Let's Play Death Stranding. Und ja, ich habe mir heute was überlegt. Achso, wir müssen uns erstmal hinlegen, ne? Ah, okay. Warte, wir können mal ganz kurz Schuhe herstellen. Genau. Und dann gehen wir in den privaten Spind und wir werden heute mal ansonsten, ohne Witz, sonst kommen wir, werden wir das nie mehr machen. Ich werde heute die Hauptquest weiter fortführen. Und die Frage, die ich mich gerade stelle, dass wir die Ausdauer dafür nicht theoretisch genügen. Hallo? Die habe ich nochmal gehabt. Ist das Wasser noch voll? Ja. Ich soll ja theoretisch reichen. Scan wird geschafft. Eine angenehme Reise. Danke. Weil es wird jetzt mal Zeit, Leute, dass wir hier mal die Hauptquest weiter machen. Weil die haben wir, ich weiß nicht, wie Folgen schon vernachlässigt. Es ist, nein, also irgendwo ist auch mal gut mit Nebenmissionen. Also ganz ehrlich, ich mache ja gerne Nebenmissionen, auch ganz viel Nebenmissionen. Aber das haben wir jetzt so. Und ganz ehrlich, man wird immer noch ein bisschen, bin mal ganz ehrlich, also ich bin ja nun, ne? Ja, laufen wir durch, ne? Was? Ja, mir ist schon mein Problem, ist auch nicht mein Problem, wenn die Fracht kaputt geht. Oh, obwohl, doch, das ist mein Problem, aber wir sagen jetzt kein, bis ich es war. War anderer Sam. So, ja, los geht es. Ich glaube, wir laufen durch, ne? Ich glaube, 3000 Meter ist jetzt nicht viel. Da kriegen wir hin. Das sind ja nur 3 Kilometer. Ja. Ort Nord City, genau, da laufen wir jetzt auch hin. Jetzt ziehe ich einfach, warte mal, bevor ich jetzt loslaufe, ne? Und nicht, dass ich am Ende der Stelle, oh ne, ich hab nicht alles. 4 Gegenstände, das sind auch 4 gewesen, ne? Genau, das haben wir alles. Gut, okay. Gut, wir machen es tatsächlich. Ich bin auch sehr gespannt, wie es weitergeht. Nein, ich will auch mal die Story mit weiter erleben. Ich will jetzt hier nicht nur Nebenmission machen und unerwartet. Das bringt doch sowieso nichts. Ich habe das nochmal überdacht. Man überdenkt ja auch einiges, ne, wenn man Spiele spielt. Und manchmal, und oft ist es natürlich auch so, dass ich mir dann oft auch im Nachhinein nochmal Gedanken mache, ob das denn eine gute Idee ist oder nicht. Und das sind Gedanken, die kann man sich aber immer, weiß ich nicht, finde ich, oft erst, wenn man nicht spielt. Na, wenn man spielt, dann denkt man so, macht man das so, macht man das so. Aber ich habe letztes Mal schon so eine Ermüdung bei mir auch festgestellt, wo ich dachte so, boah, jetzt wollen wir Standardaufträge machen. Nee, das ist jetzt auch nicht mehr mein Ding. Wir haben echt genug. Also wir haben wirklich, weiß Gott, wie viele Standardaufträge gemacht. Wenn wir sie nicht alle fertig machen, dann ist es halt so. Ich hoffe mal, vielleicht kriegt man dann nachher eine Erleichterung, weil das ist schon, vielleicht irgendwie, keine Ahnung, mehr mitnehmen kann, dann würde ich es halt auch machen. Oder wenn wir halt ein Auto hätten, dass ich halt überall mal kurz hinfahren könnte, aber ich kann ja nur zu Fuß voran. Das macht das natürlich gerade mal alles einfacher. Ist die Frage, wie wir am besten gehen, ne? Über die Brücke? Ja, ne? Das würde ich mal sagen. Okay, über die Brücke. Und deswegen, also, und der GD ist dann auch immer schlimmer und so. Und ich will ja, ich habe viel Spaß an dem Spiel. Auf jeden Fall habe ich sehr viel Spaß an dem Spiel, also das soll jetzt nicht demotiviert klingen, aber wenn man sich schon sich selber so merkt, das ist ein bisschen, das und das demotiviert mich ein bisschen, dann, na, muss man auch selber mal gucken. Und ja, ich weiß, mir fallen keine Filmtitel mehr ein. Ich muss irgendwie echt sagen, mir fallen keine Titel mehr ein und ich frage bei meinen Titeln auch, also die habe ich dann so ein bisschen aus den Haaren herbeigezogen, weil, ja, guck mal, er macht einen Diener vom Wasser. Warte, dann trink doch noch. Ja, Schuh, ja, wenn er mal stehen bleiben würde, danke. Okay, was ist jetzt das Problem ist bei dir?
Genau. Wie das Wasser jetzt auch auffüllt, ich habe keine Ahnung, aber es wird bestimmt irgendwie erklärt. 900, 920, 900, ja genau. Dann machen wir es nochmal kurz voll. Wir wollen hier die Story erleben, ne? Und man muss auch irgendwo mal sagen, komm. Wo ich ihn da markiert? Ach, das wäre das. Ich weiß nicht, ist der Windpark auf dem Weg? Das wäre noch ein Auftrag, ne? Das wäre noch ein einziger Auftrag. Wir können natürlich. Ich kann da ja mal ganz kurz hinlaufen. Weil der Scheiß ist noch nicht mehr, das ist noch nicht mehr weit. Ne, sind nur noch die paar Meter. Die können wir ganz kurz noch ablaufen und dann gucke ich mal, ob die noch einen Auftrag für uns haben. Der hoffentlich jetzt nichts, wie viel Kilo kann ich mitnehmen? 60 oder so kann ich durchaus. Also bis 60 Kilo kann ich locker noch mitnehmen. Wenn die jetzt noch einen Auftrag haben, ne, dann und vom Windpark, dann mache ich das noch und wenn nicht, dann. Dann nicht, dann machen wir es auch so, dann hätten wir überall die 5 Sterne und dann habe ich auch echt immer die Schnauze voll. Tut mir leid, aber irgendwann, ne? Nicht die Schnauze voll vom Gameplay. Ganz wichtig, ich habe nicht die Schnauze voll vom Spiel allgemein, sondern von Standardaufträgen. Oder ich will ein bisschen Story wenn ich mal machen. Dass ich mal ein bisschen Fortschritt habe. Also ich sage jetzt auch nicht, dass ich keine Standardaufträge mache. Weil ich will das Spiel halt auch schon genießen. Ich will jetzt hier nicht hier durchsprinten, ne? Ich will es in Ruhe spielen. Ich habe schon gesehen, dass manche bei den Folgen, wo ich bin, das schon durchhaben, das Spiel. Also man kann das wohl auch viel schneller durchspielen. Gut. Ja, wie immer, ne? Aber der Twistbray ist dabei, ne? Ja, ja gut, dann noch zweimal. Das reichen. Naja, ich meine, vielleicht haben die irgendwas Kleines im Windpark. Dann nehme ich das gerne auch mit, aber sonst... Ne, das ist aus, Leute. Sonst mache ich was. Sonst mache ich nichts mehr. Ne, wenn die jetzt noch was Kleines haben für den Windpark, am besten etwas Nettes, was man auch gut mitnehmen kann. Bis 60 Kilo kann ich gehen, oder bis 63 Kilo. Ready, ne? Ja, ja, also. Naja, dann rund 63. Und man kann auch echt wenig tragen, also 125 Kilo hört sich jetzt ja viel an, aber es ist irgendwie... Ja, achso, ah, okay. Ja, okay. Und ich glaube, es wird allen zugute. Ich finde es aber gut, dass andere Let's Players mit der Fahrzahl schon bald durch haben, das Spiel, und ich hier immer noch rumhänge und im Anfangsgebiet, ich weiß gar nicht, ob es das Anfangsgebiet, also ja, Anfangsgebiet, Anfangsquest, ich glaube, ich erzähle schon, dass wir hier bleiben werden. Das weiß ich. Aber das sehe ich dann ja. Und mich interessiert das Spiel. Also das Spiel finde ich sau interessant. Das ist. Also sowas stehe ich auch. Also ich bin ja so, ne? Ich bin ja so ein Gamer, ne? Ich liebe einfach alles. Also ich kann es irgendwie für alles begeistern. Hauptsache es hat Hand und Fuß. Das ist ganz wichtig bei mir. Wenn das Spiel irgendwie Hand und Fuß hat und man irgendwie erkennt, was das werden soll oder worauf die Entwickler jetzt abziehen gerade, dann finde ich es auch, oh Gott, okay, das Spiel. Wenn das jetzt so ein Spiel ist, wo man gar nicht mehr weiß, was will der Entwickler eigentlich von dem Spiel, was will der Entwickler überhaupt damit erreichen, dann, das mag ich meistens nicht. Also, sonst mache ich alles. Solange man die Version dahinter auch versteht und dann nicht irgendwie so ein Halb-Halb ist, wie jetzt irgendwie, weiß nicht, ein Spiele, gab es ja mal ganz viele Spiele, gerade ein paar Open World Games, ne? Die werden uns Spiele, die, naja, wo du irgendwie alles machen konntest, aber irgendwie nichts Ganzes. Und dann, du konntest zwar alles, aber alles war halt ungeil, weil du kannst halt schlecht alle, also du kannst halt schlecht alle, ne, mit ins Boot holen. Du kannst schlecht ein Spiel raushauen, alle mit ins Boot holen. Darum mag ich auch sowas wie Death Stranding, weil das hat ein Spielprinzip und das, entweder du magst es oder du magst es nicht. Wenn du es nicht magst, dann spielt's nicht so. Das ist Death Stranding. Und Death Stranding ist nicht so wie jetzt irgendwie, ja, nee, also Leute, die in Ego-Spiel lieber rumballern möchten, da müssen wir jetzt noch 1000 Soldaten einbauen. Nee, und die lieber stealthen wollen, da müssen wir dann, Leute, die lieber stealthen wollen. Da müssen wir dann so Schleichpassagen einbauen. An die Leute, die lieber gar nichts von allen machen wollen, da müssen wir eigentlich ein paar Pfade einbauen.
Und dann hast du das Spiel am Ende des Tages und dann ist es am Ende nichts Halbes und nichts Ganzes. Dann ist es irgendwie geil, aber irgendwie halt auch nicht. Und das ist es am Ende. Bibi sieht glücklich aus. So, danke, Bibi. Bibi. Achso, man kann auch leider von Bibi sich abholen. Danke. Danke. Bibi finde ich auch geil. Bibi. Bibi, Bibi, Bibi. Bibi, ne? Bibi ist Superless. Nee, nee. Ach nee. Bibi. Da ist dein Kind, Bibi. Und deins, Bibi. Hä, wer ist deins? Hey, das heißt auch Bibi. Was für ein Zufall. Ach nee, jetzt ist von einer Firma. Ach ja. Liebe Eltern, wenn ihr keine Kinder kriegt, wenn ihr keine Kinder kriegen könnt, zeugen könnt, Witches hilft. Mit künstlichen Babys. Künstliche Gebärmutter, das hört sich zwar ziemlich krank an, aber wir wissen auch die Auswirkungen. Ich meine, ohne Witz, sind die denn auch richtig, also haben die denn irgendwelche Krankheiten oder sowas am Ende des Tages? Oder sind sie genauso, das sind mindestens genauso wie unseres, weil, oder können die überhaupt alt werden? Ich meine, weiß ich nicht, wir haben ja so einen so einen mobilen Brutkasten, kann man ja bald sagen. Das ist die Frage. Oder sind die da überhaupt nicht konzipiert, alt zu werden? Ich hab doch eben, als ob er der, ach du Wichser, doch, Menschenskinder. Das ist einfach ein verblödes Stück Scheiße, ja. Mensch, weißt du, ich hab das eben noch gedrückt, dann fliegt das noch aufs Maul. Ja, Gleichgewicht, ja. Flieg einfach bitte alle 2 Sekunden aufs Maul, das mache ich am liebsten. Dann macht mir Death Stranding nochmal richtig Spaß. Oh. Danke, Sam, danke, dass du mein das Baby jetzt zum Heulen gebracht hast. Oh, dich. Ah, oh Gott. Mensch, du bist echt ein Verblöder, ne? Ja, ich würde es mal ganz angucken, dann. Oh. Ganz ruhig. Ganz ruhig, Bibi. Sam ist verblödet. Sam ist verblödet, Baby. Da darfst du nichts bei denken. Der ist ein bisschen verblödet. Der kann nicht laufen. Nee, der kann er einfach nicht. Der kann einfach nicht mal ein Gleichgewicht halten. Er ist ein bisschen doof im Kopf. Ja, ja, wirklich. Oh, guck mal. So. Oh, also denkst du, weißt du, drückst sie da und dann geht's sonst mit viel aufs Maul, Alter. Oh Mensch, du kannst auch nicht mal 2 Sekunden ein bisschen laufen, ne? Du stellst dich einfach an. Ey, der Sam stellt sich an. Oh, ich freue mich so auf so ein scheiß Auto, ey, ohne Witz. Ich hoffe, es kommt bald, Alter, ich meine, ohne Witz, ich muss ja jetzt 10.000 Meter laufen. Nee, bitte nicht. 10 Kilometer, bitte ablaufen. Ich möchte nicht. Nee, also, ja gut, dann laufen wir uns hier und wenn das halt nicht, wenn hier halt jetzt ist, dann laufen wir weiter. Das ist ja letztendlich auch zum Ziel. Und sogar der richtige, guter Weg eigentlich, zum Ziel zu kommen. Also wir laufen ja zum Ziel, ne? Also wenn jetzt hier nichts ist für Windpark, dann mache ich Dinge mit Köpfen, Leute, und dann laufen wir heute uns zum Ziel. Ja, oder fangen da an hinzulaufen. Je nachdem. Ich weiß nicht, ob wir einen Zwischenrast einlegen wollen. Nee, eigentlich nicht, ne? Ich würde schon ganz gern durchziehen. Oh, alter Mensch. Ja, es macht halt oft auch so, ne, dann bist du so glücklich. Das Baby ist gerade glücklich, du freust dich und dann fliegt er aufs Maul, heult rum, Fracht geht kaputt. Ja. Ich möchte übrigens verkünden, Sam Porter Bridges ist ein Vollidiot. Das ist einfach eine Meinung, das ist keine Meinung, das ist ein Fakt, okay? Nehme ich aber das Alter mit das 50 Kilo Ding. Alter, der heute geht noch zum Windpark, habe ich übrigens gehört. Ein böse. Jetzt? Oh komm. Stell dich so an, als wenn das viel Gepäck wäre. Aber so ein Sam hätte ich halt auch ganz gerne, ne? Sehr schön. Ich glaube, darum geht es auch, einfach diese Verbindungen aufrecht zu erhalten. Gut. Aber du kannst kurz so stehen, ne? Danke, dass du mich gleich noch so fliegst. Sehr lieb von dir. Und kenne ich gar nicht von dir.
Du musst jetzt natürlich auf der... Du fällst dir auf die Schnauze, Sam. Was sonst immer so gerne? Verstehe ich gar nicht. Fällt dir sonst immer auf die Fresse? Du kannst mal stehen, Mensch, geil. Sam Porter Bridges, lernte das Stehen. Danke, ja. Vorher. Hin, Sam, du kannst sogar laufen. Oh, geil. Ach, du machst mich sogar richtig stolz. Gut, also gehen wir heute nochmal zum Windpark. Ach Mensch, ich freue mich so, da waren wir noch nie. Oh ne, da waren wir schon drauf. Oh, ich hasse den Windpark, ne? Habe ich euch ja schon erzählt, wie sehr ich den Windpark hasse? Nein? Übrigens, der Windpark, das rennt die Scheiße! Nein, ich krieg mich nicht auf. Weil ich will die Sterne haben. Oh, ich bin nicht... Oh Mensch, weißt du, manchmal könnt ihr mich dafür aber auch dann auch selber haben. Es ist einfach so bei mir... Ich muss die so zocken, die Games. Und ich, solche Games tun mir... Also eigentlich tun wir ganz ehrlich, ich verbringe so viel Zeit mit solchen Computerspielen. Was meint ihr, wenn ich so wenn ich sowas wie Oblivion machen kann, ne? Oder ein Blödsinn, ne? Oder Assassin's Creed, ne? Ich kann einfach nicht lang nicht schnell spielen. Das geht bei mir nicht. Das ist so eine Unmöglichkeit. Das ist wie, keine Ahnung, als würde man von einem T-Rex verraten, Veganer zu werden. Das geht auch nicht. Der Pflichtschrift. Ach so, hab ich jetzt einfach Blut verloren oder was? Ach so, verliere ich einfach. Oh, wo ist mein Blut hin? Nein. Blut ist weg. Nein. Mein schönes Blut. Mein schönes Blut. Es sah so gut aus. Nein, jetzt nicht hinfallen. Das wäre ganz, ganz, ganz dumm. Er läuft. Er läuft. Er ist ein Läufer. Wurde schon damals. Ja, warum läufst du denn nicht? Wie läufst du denn? Nimm es doch auf! Läufst du bitte? Nein! Oh Gott, lauf, lauf, lauf! Danke, dass du auch mal laufen kannst. Sehr gut. Das macht mich richtig stolz, Alter. Oh, ist das fies. Nein! Ah, komm mit her. Was ist das sonst? Komm hier nie voran. Nein! Ich brauche gleich, ich muss irgendwie hinten. Sogar Tourspray noch mal nehmen. Oh nein, ich geh aufs Maul. Ach so, empfindlich. Oh, oh, bitte. Oh, Alter, ja gut, okay. Oh, es ist auch voll fies. Ich musste eben kämpfen. So, jetzt nimmst du bitte. Oh, ja, hallo. Alter, ja, ist gut. Ja, ist gut. Haben wir alle verstanden, dass du da aufs Maul und wie auf die Schnauze fallen willst? Was ich aber will, ist, dass du das mal kurz reparierst. Gut. Warum? Schuhe zerstört, ja, ich warte. Oh, muss ich die Schuhe noch. Oh nee, da. Ernsthaft jetzt. Oh. Weil wir können wirklich Zeit regen. Ach geil. Boah. Bleib da mal stehen jetzt. Mensch. Hier ist der Windpark, genau. Oh, Alter. Natürlich ganz geil, wenn im Windpark heute mal keine gewesen wären.
Das würde ich einmal richtig feiern, ey, ohne Witz. Das würde ich mal so richtig feiern. Oh, ey. Ja, ist okay. Aber wieder ja kaum voran, weil du halt, unfassbar viel Gewicht hast. Oh Gott, ist das viel. Ja, danach nehme ich auch keine Aufträge mehr an, weil danach wird immer der alte Scheiß hier einfach mal. Ernsthaft jetzt? Okay, jetzt noch geht's. Okay, aber jetzt geht's. Dann nimm mal ganz kurz noch einen Energy Drink. Genau. Dann laufen wir erstmal zum Windpark. Ah, vielleicht haben wir woanders denn keine GD vom Windpark nicht. Vielleicht. Wäre fair. Aber mal gucken, ob das denn nicht ein faires Spiel ist. Überhaupt wäre es geil, aber. Ja gut, Portland City ist sogar ein bisschen weit. Ich bin aber sowieso gespannt, ob mehr die Wege noch weiter werden, weil das ist ja momentan die weiteste Route. Obwohl mit der Weite hat eigentlich, ich weiß nicht, weniger zu tun. Also es wurde ja gesagt, es ist ja die schwerste Route, weil sie auch extrem weit ist. Natürlich, du hast bei so einer weiten Route. Natürlich auch das Problem. Ja, aber sehr gut. Wenn die, wenn dahinter und an Zeit sind, immer sehr gut. Genau, wenn es vor und wieder kacke. Ja, hier ist hinter uns. Haha. Oh wow, damit zwei Sekunden wieder vor uns kommt. Ah, sehr gut. Nein, Bibi hat überhaupt gar keine Angst, wenn man angegriffen wird, geschlagen wird. Warum sollte ein Bibi dann Angst haben? Nee, nee. Bibi hat dann nie Angst. Nee, dann hat ein Bibi nie Angst. Nee. Also, ich weiß gar nicht, wie du auf die Idee kommen konntest, Sam. Markenbibi. Ist total liebt ein Bibi. Von Mul geschlagen zu werden, von GDs verfolgt, das liebt ein Bibi. Das ist einfach das, das ist einfach. Jedes Baby mag das, ist wirklich so. Das hat eine Wissenschaft schon bewiesen. Die ist eine Wissenschaft, die das bewiesen hat. Komm, Sammy Boy. Komm, sei brav und oh komm, Gigi, jetzt komm. Ich will das doch noch abliefern. Weißt du, ich will ja nicht viel im Leben, ne? Ich will nicht viel erreichen, ich will nur meine Pakete abliefern. Andere setzen so Ziele fürs neue Jahr, ich Pakete abliefern. Jetzt freut er sich. Das ist immer ganz cool, wenn man ohne Gepäck durch die Bücher zum einen und zum anderen Ende läuft. Das ist immer auch ganz geil. Aber das machen wir selten. Also in der nächsten Folge freue ich mich jetzt dazu, auf vielleicht auf die nächste Folge. Oder auf die da auch schon, wenn wir dann gleich den Park voll haben. Ah, auch ganz schön lange gedauert. Ich glaube, dann sind die Augenleben ein bisschen aber abgeschlossen. Bin auch froh, das gemacht zu haben nach und dann irgendwie. Keine Ahnung, irgendwie finde ich das irgendwie ganz cool mit den Sternen. Nee, hier müssen wir nicht abbiegen. So, eher mal wieder runter, weil sonst hier so steil laufen. Genau, lauf einfach mal. Und wenn jetzt nicht groß irgendwie was passiert, dann würden wir schaffen das sogar noch. Schwierig, das ist.
Wenn man schon wieder der Zeitregen wieder aufhören würde. Aber gut. Aber es ist auf jeden Fall praktisch, denn wir haben schon viel, viel gelernt. Dadurch, dass ich das jetzt schon so oft gemacht habe. Und das glaube ich. Ich glaube, es sind. Was für ein Trinkwasser? Wenn dir die Schnauze fällt, kriegst du was. So, wie schnell wir ein Gleichgewicht gefunden hat. Das simuliert heute das Arschloch. So. Komm. Wenn wir schon dabei sind, ne? Ah, ja, wir gleich da. Aber wenn wir schon, ne? Dann mal ganz gleich unter Wasser auf, ne? Weil nachher gehen wir nach Port North City. Falls wir mal Wasser brauchen. Das Game finde ich grandios. Ich liebe diese Spielidee. Ich weiß auch gar nicht, warum, was ich an dieser voll finde. Na gut, ich lasse mir nicht so. Ich weiß auch gar nicht, was ich an dieser Spielidee so. Warum? Aber das Schöne im Spiel ist. Naja, das. Du, das ist bei dir sowieso das Beste. Schön langsam, Sam, weil du auch gut runterfliegst, ne? Keine Angst, ich fass schon drauf auf, dass du ganz langsam gehst. Nee, man ärgert sich am echt manchmal. Obwohl, ja klar, also es ist schon cool gemacht, auch mit dem Gleichgewicht, das ist echt cool gemacht. Also, und das meine ich halt, man kann die dümmste und die simpelste Idee haben bei Computerspielen. Ja, echt ganz schön schwer. Danke, dass du mir zustimmst, so halbwegs. Man braucht halt nur die Idee. Man muss, oder nein, man braucht die Idee, man muss es umsetzen können. Also man muss sich halt überlegen, man kann es die... ist voll oder was? Ja. Ich hätte gerne mal eine größere Flasche, 2000. Ja, okay, 1000 Milliliter, 2000 Milliliter wäre ganz geil. Ja, vielleicht kriegen wir das auch noch. Bestimmt als dieses kriegen wir gleich ein Auto. Aber ich stand ja auch dran, das wurde ja auch gesagt, Sam, erledige das, was du noch erledigen willst. Die Standaufträge verschwinden danach. Und deswegen habe ich die erstmal erledigt. In Ruhe. Damit wir halt da, ne, kein Problem haben. Ich bin ja auch selber froh, mal wieder hier die Hauptstory weiter zu zocken. Da muss ich ja selber sagen, bin ja selber. War wieder froh. Und momentan ist aber auch wieder so ein Zeitpunkt erreicht, wo alle Spiele. Ich momentan Let's Play einen guten Standard wieder erreicht haben. Also okay, gut, Death Stranding, das wird noch ein bisschen dauern. Ich glaube, das haben links und Red Dead. Aber sonst ist Saints Row, ist jetzt wie Odyssey, hat schon guten erreicht. Oh, und The Outer Worlds, ne? Also es geht schon relativ schnell. Außer The Outer Worlds, das. So, das letzte Mal Windpark hoffentlich. Oh, ich habe da irgendwas drin gegeben, du Vollidiot. Ja, willst du saufen, Mann, nicht noch? Ah, okay, nur die Frage ist, aber das schafft. Ich glaube, wir sollten jetzt im Windpark und dann zurück und dann gleich eine Rast einlegen. Weil, was ist denn das noch? Was ist denn Port North City von hier? Tausend. Würde ich eine Rast einlegen, besonders weil ich da nicht langgelaufen bin. Wenn das jetzt irgendwie besonders steil ist. Besonders und irgendwie besonders beschissen gemacht ist, so der Weg, der ist besonders kacke zu laufen und wir brauchen da viel Ausdauer für, dann haben wir ein Problem. Aber wir haben jetzt gleich schon ein Problem. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass die Nebenmissionen ein bisschen episodenabhängig sind. Aber ich finde es einfach auch geil. Also das in Episoden anzuteilen, das finde ich immer schon geil. Das macht ich schon mal vielen Spielen extrem gerne. Also die Telltale-Spiele haben es vorgemacht.
cooles Beispiel, Alan Wake als Ausnahme-Episoden-Ding, das finde ich irgendwie immer ganz geil. Ich mag das total gerne, weil so eine Episode etwas erreicht. So, finde ich immer ganz nett. Naja. Wie soll denn genau... Oh, nee. Genau, auf jeden Fall hinlegen. Aber das sollte einen noch gehen, sonst haben wir nachher gleich schneller sind. Okay, das heißt, unten werden wir GDs auf mich warten. Leider. Naja, wie immer, ne? Was? Wie Biodünger? Achso, ich hab... Ich habe eben erst Blutdünger gelesen und dann was. Alter. Find's auch irgendwie geil, ne? Muss ich auch mal sagen, dass ich jeden Tag die Abos, also das Abo steigt jeden Tag gefühlt. Also ich bin jetzt schon bei 120 und ich glaube, ich habe gerade, ich bin, mein Kanal ist gerade in so einem, also ein Abo-Boom würde ich das jetzt nicht nennen, also so, ne? Aber so ein Mini-Abo-Boom. Ganz Mini, also ein Hype jetzt auch nicht, aber so ein ganz, ganz Mini, weil wir machen ganz, ganz Mini-Fortschritte, macht dieser Kanal. Mache ich. Der Kanal, ich, machen wir. Auch ihr macht ja, was heißt ja, ihr macht damit auch Fortschritt, weil ihr habt mich ja schon mal gesagt, egal wie berühmt man ist, man darf nie eins nie vergessen. Man darf nie vergessen, wo man herkommt. Das ist immer das ganz große Problem. Man darf nie vergessen, wo man herkommt, weil egal was Leute, egal wie berühmt wer ist, ne, man kommt, man fängt immer den Kleinen an. Das ist auch das, was ich nie vergessen werde. Also, egal was ich auch irgendwann mal vielleicht verändern sollte, ne. Egal, was ich immer verändern wollte, ich bin euch immer dankbar. Weil der Kanal wächst nur mit euch. Ich gebe die Möglichkeit. Okay, wie weit ist das noch? Wie weit ist das noch? Vielleicht läuft es jetzt noch nicht. Seit weiter, danke. Okay. Ich gebe euch natürlich, wie immer, ich gebe euch den Content, aber ihr entscheidet, ob er gut ist oder schlecht ist. Oh, da kann ich jetzt wieder was trinken. Nee, wir müssen auf jeden Fall vor in der Rast einlegen. Sonst. Doch, geil, läuft. Ah, weiter, obwohl ich gar nicht drücke, aber gut, und läuft weiter. Weiß nicht, wo du hin willst. Hallo. Danke, okay, hätte ich eben in den Bug. Der ist hier von selber gelaufen. Die GDs sind da. Ja, wir machen vorher noch eine Pause. Aber ist auch vollkommen in Ordnung. Also. Ja, es wäre auch zu schön gewesen. Einige GDs, ne? So froh ist man aber die Ausdauer, wenn es voll bekommt bei solchen DD-Dingern. Das ist auch jetzt einfach so keine Selbstverständlichkeit, dass das Spiel nicht drin ist.
Sag jetzt, ey, was passiert, wenn man die Luft durchgehend anhält. Aber das mache ich nicht jetzt. Geh weiter! Erstmal ducken. Oh Gott. Okay, ich werde mich gleich um die Beschädigung kümmern. Schau nicht jetzt, ey. Oh Gott, das ist so, was ich knapp. Wir hatten Feuer, habe ich schon. Nein. Bitte nicht, bitte. Okay, egal. Wenn du dann bitte auf dem Rücken bist, danke. Oh Gott, muss ich mir mein Baby kümmern hier. Auf Wechsel das dann doch. Oh Mensch, Wechsel. Also das könntest du auf selber wechseln, ne? Danke. Gut, und die anderen Dinger, ja, okay, die sind auch wichtig, um die anderen. Genau. Oh Gott. Alle Waffen sind während des Aufenthalts blockiert. Oh, Alter, kann nur Ausdauer. Ach du Kacke. Oh oh. Hey, danke für die Hilfe. Bitte. Hier muss ich hier mal zu schätzen wissen. So, also ich glaube, das sollte auf jeden Fall genügen. Da kann ich mich auf die leichtere Fracht entschieden, genau. Das ist eine super Sache. Immer schön, dich zu sehen, Sam. Naja, gib mir aber die 5 Sterne und halt die Schnauze. Danke. Wow, die Fracht ist trotz der langen Strecke in so einem guten Zustand. Unglaublich. Dafür haben wir 5 Sterne verdient. Komm, 5 Sterne und sonst komme ich zu dir und brech dir alle Knochen. Als ob. Schon weil er hingefallen ist, Arschloch. Aber gut, ich bin bereit trotzdem. Ich glaube, ich muss reichen, komm. Das reicht voll und ganz. Aber wenn das nicht reicht, dann kotze ich. Muss ich ehrlich sagen, ey, ey, dann kotze ich echt im Strahl, wenn das jetzt nicht reicht. Ja, komm, es reicht vom GA, es reicht. Oh, wir haben es geschafft, weil wir haben die 5 Sterne. Yes, baby, yes. Also, wir haben die maximale Verbindung dann aufgebaut. Wir haben es, Leute. Oh, war das ein langer Weg. Was ein langer Weg, ja, wir haben's. Also, wenn dir das hier nicht zu schwer ist, kannst du es gerne haben. Ah, ist ein Stern, ne? Noch ein Stern, 4 Sterne. Wir werden für dich beten. Und den 5. Stern, Leute, werden wir bestimmt vom Portenort bekommen. Neuer Auftrag verfügbar. Weitere Informationen erhältst du an einem Lieferant. Du bist der große Lieferant, oh ja, ja, ja. Ich bin der große Lieferant. Oh Gott. Fuck. Wenn sich jetzt hier anguckt. Ach, Portenort gibt's nichts, ne? Nein. Ja gut, dann werden wir bei Portenort, weil jetzt haben wir 1, 2, 3, 4. Und dann werden das 5 Sterne.
Da ist Portnord. Aber da müssen wir nur das nächste Mal hin. Von daher aber jetzt schon mal vielen Dank fürs Zuschauen. Beim nächsten Mal geht's dann weiter mit Let's Play Death Stranding. Für mich natürlich wieder gleich. Haut rein, macht schön Diener. Bis dann. Tschüss, euer Pyrus.